Es ist 19:30, hier ist die Zeit im Bild. Meine Damen und Herren, guten Abend. Ungarns Staatspräsidentin reicht jetzt doch ihren Rücktritt ein. Nach einer umstrittenen Begnadigung war es zu Protesten gekommen. Kann das auch Viktor Orbán schaden? Wir schalten live nach Budapest. Viele Menschen in Österreich haben Sorge um ihre eigene Pflege im Alter. Es gibt zu wenig Kräfte, die das leisten könnten. Können die neuen Ausbildungsplätze allein Abhilfe schaffen? Und der Karneval in Rio ist heuer ein Tanz im Dengue-Fieber. Wie wird die Epidemie das ausgelassene Feiern überschatten? Trüb und nass wird das Wetter morgen. Turbulenzen in Orbáns unmittelbaren politischen Umfeld. Die Staatspräsidentin, eine Vertraute des Premierministers, ist vor kurzem zurückgetreten. Katalin Novak stand unter großem Druck von Opposition und Regierung. Heute Abend hat sie die Konsequenzen gezogen. Ich habe einen Fehler gemacht, sagt die Präsidentin in einem vom ungarischen Staatsfernsehen ausgestrahlten Video. Nach heftigen Protesten der Opposition ist auch die Regierung Orbán von Katalin Novak abgerückt, die der Regierungspartei Fidesz angehört. Die Begnadigung des wegen Beihilfe zur Pädophilie in einem Kinderheim Verurteilten erfolgte zwar schon vor 10 Monaten, ist aber jetzt erst bekannt geworden. Und in Budapest bin ich jetzt mit unserem Korrespondenten Ernst Gelex verbunden. Ist denn die Präsidentin da die allein Verantwortliche in der Causa oder wird es dann noch mehr Fidesz-Politiker treffen? Sie ist sicherlich nicht in der Alleinverantwortung, denn das System ist so, dass der Justizminister, und das war damals die Justizministerin Judith Wager, der Präsidentin einen Vorschlag macht, wer zu begnadigen ist. Es ist an sich geheim, welche Leute das sind, und auch die Begründung wird geheim gehalten. Also die Justizministerin hat den Vorschlag gemacht, und wenn die Präsidentin das akzeptiert und unterschreibt, dann muss die Justizministerin auch wieder gegenzeichnen. Erst dann ist die Begnadigung rechtswirksam. Politologen sprechen hier von einem Systemversagen, denn der Justizministerin selber sind ja diese Vorschläge unterbreitet worden von ihrem Ministerium, von diversen Lobbys, und die Vorschläge muss die Justizministerin weiterreichen an die Staatspräsidentin. Die Frage ist, wer hat der Justizministerin damals das alles vorgeschlagen? Und dazu kommt auch noch eines, dass die demokratischen Kontrollinstanzen in diesem Land nicht regierungsunabhängig sind. Das heißt, auch der Staatspräsident nicht. Das heißt, Vorschläge der Regierung werden umgesetzt, ohne Wenn und Aber. Da wird unterschrieben. Und das ist der Staatspräsidentin letztendlich auf den Kopf gefallen. Gestern haben ja viele gegen sie demonstriert und immer wieder gesagt, dass die Präsidentin eine Marionette sei und eigentlich eine Unterschriftenmaschine sei. Aber so funktioniert das System Orbán. Übrigens, die damalige Justizministerin ist ebenfalls zurückgetreten. Vielen Dank, Ernst Gelex, in Budapest für diesen Live-Bericht. Und kommen wir jetzt zum Gaza-Krieg. Da konzentrieren sich die Kämpfe der israelischen Armee zunehmend auf die südlichste Grenzstadt Rafah. Eine Stadt, in die mehr als 1 Million Palästinenser geflüchtet ist. Die Angriffe bringen Israel daher von seinen Verbündeten heftige Kritik ein. Inas Amar hoffte, in Rafah sicher zu sein. Gemeinsam mit ihren Eltern war sie aus Khan Yunis hierher in den Süden des Gazastreifens geflüchtet. Doch vergangene Nacht trifft eine Rakete das Haus ihrer Schwester, in dem sie Zuflucht gesucht hatten. Meine Schwester, ihr Mann und ihre Kinder, darunter meine 2 Monate alte Nichte, sie sind alle tot. Mehr als 1,3 Millionen Menschen sollen sich derzeit in Rafah aufhalten. Die meisten von ihnen sind Flüchtlinge. Israel sieht die Stadt als letzte Bastion der Hamas. Eine Militäroperation in Rafah wäre katastrophal, warnt dagegen der Chef des UN-Palästinenserhilfswerks. Wenn man davon spricht, dass bereits 5% der Bevölkerung entweder getötet, vermisst oder verletzt wurden, und man dann eine Militäroperation an diesem Ort durchführt, kann das nur eine weitere katastrophale Situation herbeiführen, und das muss unbedingt vermieden werden. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat gestern Freitag das Militär angewiesen, eine Evakuierung von Rafah vorzubereiten. Tatsächlich sitzt die Zivilbevölkerung in der Stadt aber fest, denn die Grenze Richtung Ägypten ist geschlossen und in Gaza selbst gibt es keinen Ort mehr, der noch sicher oder unversehrt geblieben ist.
In Tel Aviv begrüße ich Tim Kupal. Wie wir gehört haben, hat Netanjahu eine Militäroperation nun auch in dieser letzten Region in Gaza angekündigt. Sind die Luftschläge auf Rafah der Beginn? Diese Luftschläge sind eher etwas, was wir auch schon in den vergangenen Wochen immer wieder gesehen haben. Einzelne gezielte Angriffe. Aber sie zeigen sehr deutlich das große Dilemma, in dem sich Israel in strategischer Sicht befindet. Die israelischen Streitkräfte bestätigen die Tötung von 2 Hamas-Terroristen. Der Bürgermeister von Rafah spricht von 20 getöteten Menschen in 2 Häusern. Das Gebiet, wenn man sich Gaza anschaut, das ist wie ein Rechteck. Und der südlichste Zipfel an der Grenze zu Ägypten, das ist die Gegend von Rafah, dieser Grenzstadt. Und dort drängen sich in Notquartieren, in Zelten mehr als 1 Million Menschen, die aus dem Zentralgaza geflüchtet sind, aus dem Norden geflüchtet sind und die jetzt dort weder vor noch zurück können. Auf der anderen Seite sagt Israels Premier, wenn wir das Gebiet nicht unter militärische Kontrolle bringen, dann können wir unser Kriegsziel nicht erreichen. Die Zerschlagung der militärischen Strukturen der Hamas. Die israelische Armeeführung vermutet 4 Hamas-Terrorbataillone in der Region. Sie vermuten die Hamas-Anführer, die Top-Terroristen dort unter diesen Hunderttausenden Flüchtlingen. Und man vermutet auch, dass ein Großteil der israelischen Geiseln sich dort aufhalten könnte. Netanjahu hat von der Armeeführung auch Evakuierungspläne gefordert. Wird eine Räumung der Stadt oder Teile davon tatsächlich bereits geplant? Die israelischen Fernsehsender berichten hier, dass im Kriegskabinett die Armeeführung den Ball an den Premierminister zurückgespielt hat und gesagt hat, wir brauchen eine politische Entscheidung, was mit den Hunderttausenden Flüchtlingen passieren soll, bevor wir uns an die Umsetzung machen. Und das ist noch völlig unklar, wie diese Umsetzung passieren soll, wo diese Menschen überhaupt hin sollen oder hin können. Vielen Dank, Tim Kupal, für diesen Live-Bericht aus Israel. Kommen wir jetzt in den Sudan. In dem nordostafrikanischen Land tobt seit 10 Monaten ein blutiger Konflikt, der jetzt zu einer der schlimmsten Vertreibungskrisen der Welt geführt hat. 12 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die Vereinten Nationen warnen vor einer humanitären Katastrophe. Laut UNICEF droht Zehntausenden Kindern der Hungertod. Der Sudan, ein Staat im Krieg zwischen 2 Generälen, der sudanesischen Armee und den paramilitärischen Rapid Support Forces. Dazwischen zerrieben werden sudanesische Zivilisten, 10 Millionen aus ihren Häusern vertrieben, zusätzlich fast 2 Millionen sind schon jenseits der sudanesischen Grenze. Wir haben das Problem, dass wir im Moment im Sudan die größte humanitäre Katastrophe haben, die derzeit sich überhaupt auf der Welt ereignet. Das bedeutet eine Hungersnot vor allem für 700.000 Kinder, aber nicht nur für sie, so der Präsident des Roten Kreuzes. Wir können davon ausgehen, dass Millionen von Menschen hungern. Und wir haben sowieso im Sudan eine katastrophale Entwicklung. Ungefähr 25 Millionen Menschen, also fast die Hälfte der Bevölkerung, sind auf Hilfe angewiesen. Und die humanitären Hilfsprogramme reichen nicht. Das Gesundheitssystem des Sudan nähert sich kriegshalber dem Kollaps. Mindestens 70% der Spitäler und Ordinationen sind entweder zerstört oder völlig ausgeplündert. Dazu kommt nun eine Cholera-Epidemie. Eine tödliche Gefahr für diese Menschen, die entkräftet sind, in diesen Flüchtlingsheimen leben, die kaum gutes Trinkwasser haben. Und wir wissen, dass die Todesrate hier sehr, sehr hoch ist. Also bis zu 70% der Menschen, die infiziert sind, müssen damit rechnen, dass sie es vielleicht nicht überleben werden. Nichtregierungsorganisationen wie das Rote Kreuz und die UNO appellieren an die Kriegsherren, sich wieder an den Verhandlungstisch zu setzen und zumindest einen Waffenstillstand auszuhandeln. In solchen Gebieten leisten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen oft dringend benötigte Hilfe. Jetzt aber steht die Organisation selbst in der Kritik. Und zwar wegen Diskriminierungsvorwürfen, die eine Chirurgin erhebt. Die Medizinerin aus Wien behauptet, sie sei im Bewerbungsverfahren wegen ihrer Homosexualität benachteiligt worden. Für Ärzte ohne Grenzen zu arbeiten sei ihr Lebenstraum, erzählt Mariam Bedadinecat. Sie ist eine erfahrene Chirurgin, hat Auslandseinsätze hinter sich und war zuletzt in den Medien, nachdem sie Fußballlegende Toni Polster in einer Notoperation das Leben gerettet hatte. Die Stelle bei der Hilfsorganisation bekommt sie dennoch nicht. Wo mir gesagt wurde, wissen Sie, Ihr Feminismus und Ihre Homosexualität gut und schön, aber Sie müssen schon wissen, dass Sie da in Kulturen eintauchen, die halt anders denken und dass sie es da auch öfter mit Männern zu tun haben.
Offiziell abgelehnt wird die Chirurgin wegen mangelnder Managementerfahrung. Sie wendet sich an die Gleichbehandlungsanwaltschaft. Ärzte ohne Grenzen weist alle Vorwürfe von sich. Es steht Aussage gegen Aussage. Erst auf ORF-Anfrage heißt es. Oftmals liegen Herausforderungen in kleinen Details, die Menschen, die einer Mehrheit angehören, nicht immer automatisch im Blick haben. Möglichen blinden Flecken möchten wir daher proaktiv begegnen. Blinde Flecken gäbe es viele. Organisationen müssten lernen, sensibler damit umzugehen. Wenn halt dann eine weibliche Mitarbeiterin sagt, ich war mit meiner Lebensgefährtin, kleines I, auf Urlaub, dann ist es halt nicht nur die Information über den Urlaub, sondern gleichzeitig implizit halt auch eine Aussage über die eigene sexuelle Orientierung. Laut einer EU-weiten Studie gibt ein Viertel der Befragten an, Diskriminierungserfahrungen in der Arbeit zu haben. Mariam Bedardinecat will nicht weiter gegen Ärzte ohne Grenzen vorgehen. Ihr sei es wichtig, sagt sie, das Problem aufzuzeigen. Zumal es in Österreich für Homosexuelle nach wie vor kein umfassendes Antidiskriminierungsgesetz gibt. Das internationale Gesundheitswesen ist also mehr denn je auch ein kultureller Austausch. Das lässt sich auch bei den aus dem Ausland kommenden Pflegekräften in Österreich beobachten. Insgesamt gibt es in diesem Bereich aber jedenfalls viel zu wenig Personal. Und das führt bei vielen Menschen in Österreich zur Sorge, dass sie im Alter nicht ausreichend gepflegt werden. In den Bundesländern gibt es daher jetzt immer mehr Versuche, Pflegeberufe attraktiver zu machen. Der Andrang ist groß in den Pflegeschulen hier in Oberösterreich. Die Einrichtungen von Caritas, Diakonie und des Landes melden ein deutlich gestiegenes Interesse an dieser Ausbildung. Aus mehreren Gründen. Zum einen zahlt das Land Pflegestipendien von 600 Euro pro Monat. Es hat wirklich einen merkbaren Effekt. Man sieht einfach, wie wichtig das ist, vor allem für Quereinsteiger, wenn eine Finanzierung des Lebensunterhalts gegeben ist. Zum anderen hat man die Unterrichtszeiten angepasst. Das sind teilweise eben Mütter oder Menschen, die eben familiäre Betreuungspflichten haben, sei das jetzt in Bezug auf Kinder, aber auch die im Pflegebereich, also im privaten Pflegen. Und dann ist da noch die menschliche Triebfeder, die man von den Pflegekräften immer wieder hört. Ich finde einfach, dass man von der älteren Generation, also von den älteren Menschen, so viel zurückbekommt, sei es Dankbarkeit und auch die Lebensgeschichten. Ich habe ursprünglich Bürokaufmann gelernt und ausschlaggebend für den Wechsel in die Pflege war eigentlich meine Großmutter. In einer aktuellen Umfrage der Caritas stuft ein Großteil der Befragten den Pflegeberuf als attraktiv, sinnstiftend und krisensicher ein. Die politischen Bemühungen zur Sicherstellung der Pflege gehen den meisten aber nicht weit genug. Immerhin, bis 2050 sind laut Gesundheit Österreich rund 200.000 zusätzliche Pflegekräfte notwendig. Bauernproteste nach einigen anderen europäischen Ländern, jetzt auch Spanien, fest im Griff. 5 Tage in Folge stoppen Bauern dort mit ihren Traktoren den Verkehr. Sie wenden sich gegen Importe aus Marokko, die ihre Preise unterbieten. Und auch die bürokratischen Hürden bei der Vergabe von EU-Subventionen werden kritisiert, berichtet aus Madrid Josef Manola. Auch am Wochenende gehen die Bauernproteste weiter. Heute waren weniger Traktoren unterwegs, dennoch kam es in einigen Provinzen zu erheblichen Behinderungen. Die angekündigte Sternfahrt auf Madrid wurde verschoben, aber nicht aufgehoben. Am 5. Tag der Kundgebungen können die Demonstrierenden weiter auf das Verständnis der Bevölkerung setzen. Ich bin ganz auf Ihrer Seite, das ist kein Problem. Das ist die Anerkennung für die ungeregelte Arbeitszeit bei knappem Lohn. Der 53-jährige Erdbeerbauer schaut in seiner Plantage nach dem Rechten. Aufgrund des Wassernotstands in Katalonien muss er 20% des Verbrauchs einsparen. Weniger Wasser bedeutet weniger Ertrag. Dazu macht ihm die Konkurrenz aus dem EU-Ausland Sorgen. Waren, die aus dem Ausland importiert werden, unterliegen weniger Kontrollen als unsere Früchte. Eine Klage hört man immer wieder. Wer um Subventionen ansucht, gerät in die Mühlen der Bürokratie. Formulare, die man doppelt für verschiedene Ämter ausfüllen muss, führen zur Überlastung in unserem Betrieb. Eine Familie kann das nicht schaffen. Was im Großbetrieb ein Angestellter erledigt, muss im Familienunternehmen nebenbei getan werden, wenn nach der Kundgebung dafür noch Zeit bleibt. Wie ähnlich die Probleme der heimischen Bauern sind, dazu ist Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig morgen zu Gast im Hohen Haus um 12 Uhr. Davor in der ORF-Pressestunde die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner. Was den Karneval in Rio trotz seiner bunten und ausgelassenen Opulenz heuer überschattet, gleich Thema nach den aktuellen Meldungen.
Bei einem russischen Drohnenangriff auf die Stadt Kharkiv im Osten des Landes sind laut ukrainischen Angaben 7 Menschen getötet worden, darunter 3 Kinder. Ein Tanklager wurde getroffen, das hat einen großflächigen Brand ausgelöst. Medien berichten zudem von Explosionen. Nach der Wahl in Pakistan haben sich gleich 2 der Kandidaten zum Wahlsieger erklärt. An erster Stelle liegen die Verbündeten des inhaftierten Ex-Ministerpräsidenten Imran Khan. Auf Platz 2 liegt die Partei des ehemaligen Regierungschefs Nawaz Sharif. Nun wächst die Angst vor gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Anhängern beider Lager. In der Volksrepublik China hat heute das Jahr des Drachen begonnen. Das chinesische Neujahrsfest dauert 15 Tage und ist begleitet von einer großen Reisewelle, weil viele Menschen für die Feierlichkeiten zu ihren Familien reisen. Auch in Österreich muss man derzeit mit deutlich mehr Verkehr rechnen. In Wien, Niederösterreich und Vorarlberg gehen morgen die Semesterferien zu Ende. Gleichzeitig starten sie im Burgenland, in Tirol, Salzburg, Kärnten und in einigen deutschen Bundesländern. Auf dem Fernpass in Tirol brachte zusätzlich eine Protestaktion der letzten Generation den Verkehr zeitweise zum Erliegen. In Rio de Janeiro hat der weltberühmte und traditionelle Karneval gestern Nacht begonnen. Unterwegs nicht nur die leicht kostümierten Tänzer und Tänzerinnen, sondern auch 7 Millionen Besucher aus aller Welt. In der brasilianischen Metropole hat das Spektakel gerade begonnen, und zwar mit der traditionellen Schlüsselübergabe an den symbolischen Herrscher der Feierlichkeiten, König Momo. Damit hat der Bürgermeister das bunte Treiben eingeläutet. Bis Montag kämpfen Samba-Schulen nun mit aufwendigen Kostümen und Festwagen um den Preis für die beste Darbietung. Die größte Party der Welt ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Es wird geschätzt, dass der Karneval einen Umsatz von mehr als 900 Millionen Euro generieren wird. Überschattet wird das Spektakel aber von einem Gesundheitsnotstand, der vor kurzem ausgerufen wurde. Grund dafür ist ein heftiger Ausbruch des Dengue-Fiebers. Seit Jahresbeginn haben die Behörden bereits mehr als 10.000 Infektionen registriert. Mindestens 50 Menschen sind an den Folgen der Tropenkrankheit gestorben. Mehr als 10 Millionen Menschen leben in den Favelas der brasilianischen Großstädte, den armen Vierteln. In zumeist selbstgebauten Hütten, ohne Sanitäranlagen, ohne Kanalisation. Jede kleine Wasserlacke, jeder Eimer mit Wasser, eine Brutstätte für Moskitos, die das Dengue-Fieber übertragen. Die Krankheit erzeugt ein sogenanntes hämorrhagisches Fieber. Mildere Fälle verlaufen wie eine Grippe mit starken Schmerzen. In schwereren Fällen kommt es zu inneren Blutungen. Die schwersten Verläufe treffen mehrheitlich Kinder. Zurzeit grassiert ein Virustyp, der seit fast 20 Jahren nicht mehr aufgetreten ist. Viele haben daher keine Immunität gegen diesen Erreger. Wir überwachen die Stechmückenpopulation daher, nehmen Proben und versuchen, uns auf die zirkulierenden Viren einzustellen. Insektensprays sind vielerorts schon ausverkauft. Die brasilianische Regierung bereitet im Moment eine große Impfkampagne gegen die Erkrankung vor. Ein völlig neu entwickeltes Vakzin. Hunderttausende sollen in den kommenden Wochen damit geschützt werden. Zusätzlich werden in Rio jetzt 10 spezielle Behandlungszentren für die Erkrankten eingerichtet, um möglichst viele behandeln zu können. Ein ansprechendes Musical ist ab heute Abend im Linzer Musiktheater zu erleben. Die Königinnen heißt es und handelt von Maria Stuart und Königin Elizabeth I. von England. In dem Musical-Thriller geht es um den tödlichen Zwist zwischen der schottischen und der englischen Königin. Und das alles ist in großer Orchesterbesetzung realisiert. Eine Welt voller Männer, warum mordet Frau eine Frau? Zwei Königinnen, verstrickt in Intrigen und Machtspiele, aneinander gekettet, obwohl sie einander im realen Leben nie begegnet sind. Am Ende lässt Elisabeth Maria enthaupten. Zu hören ist ein modernes Musical für großes Orchester mit einer Art musikalischem Echo auf die Renaissance. Natürlich hat man 2 große Diven. Genau. Die, und im Musical ist eine Diva schon Gold wert und 2 Diven noch ist besser, dann, wenn die noch miteinander oder gegeneinander singen. Paradies. Auf diesen Tag habe ich mein Leben lang gewartet. Das Stück habe viel mit unserer Zeit zu tun. Manipulation. Lügen, was man im Alltag hat, jeden Tag, wenn man von den falschen Menschen umgeben ist und was das eigentlich, wozu das führen kann. Ein falscher roter Faden und es endet in einer Explosion, die nicht hätte passieren dürfen.
Der richtige rote Faden führt uns jetzt zu Markus Watzak und den Wetteraussichten. Und wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Bis morgen. Auf Wiedersehen.